Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vielleicht letzten Folge von A Plague Tale Innocence. Das sage ich seit 3 Folgen, also seit dieser und noch 2 vorangegangen. Es stellt sich allerdings etwas schwieriger dar, als ich das dachte. Es ist ziemlich viel zu tun hier, ziemlich viel zu kämpfen, ziemlich viel zu sterben auch hier und da. Und auch gerade zu Ende der letzten Folge haben wir leider den guten Roderick verloren, der uns zum Schluss noch einen guten Dienst geleistet hat, indem er uns einen großen schweren Holzwagen als Deckung nebenher geschoben hat, während er aber leider von dem einen oder anderen, mindestens aber einem Pfeil getroffen wurde. Ja, um uns mit dem Wagen vor Bogenschützen zu bewahren. Ja, jetzt sind wir hier, da vorne geht es schon ähnlich weiter, da haben wir jetzt einen Typen mit dem Schild, wir haben Beleuchtung hat er auch dabei, sehen wir. Wir schauen uns natürlich wieder um, ob wir irgendwie hier noch ein bisschen Beleuchtung irgendwie entfernen können an diversen Stellen. Da wäre mir jetzt sogar die Beleuchtung mehr oder weniger am wichtigsten. Ich habe keine fucking Steine. Was ist denn das für eine Situation? Da muss ich jetzt erstmal 2-3 Meter zurückgehen. Vielleicht liegen hier noch irgendwo Steine rum. Also ohne Steine ist ja dann nun wirklich zappenduster. Ich könnte es jetzt natürlich auch mit meinem Löschwasserchen da ausmachen, aber habe ich momentan nur 8. Aber ich werde wohl keine Wahl haben. Ich hoffe einfach, dass dann demnächst wieder so ein kleines bisschen Rohstoffe gesammelt werden können. Ja, in dem Moment habe ich jetzt keine andere Wahl, als das zu verwenden, denn ich habe keine Steine. Und Ratten werden hoffentlich kommen. Ja. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Nur eine Wache? Aber hier sind doch Sachen. Schaut mal her. Leute von heute. Das war nur eine Sache. So ein Mist. Ah, da ist noch eine Sache. Stein. Wie viele haben wir jetzt? 3. Das ist doch schon mal etwas. Ne? Das ist etwas. Und da ist auch noch etwas. Es ist ja der Hammer. Da gehen wir nochmal richtig schön looten hier. Alles aufsammeln, was geht. Da ist schon wieder eine Werkbank. Jetzt schmeißen sie wieder eine nach der anderen hin, wo ich gerade eben erst aufgebotzt habe. Aber vielleicht geht ja damit was hier. Nö. Also was wäre es denn hier noch? Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um Ausrüstung aufzuwerten. Okay. Ja, nun gut. Warum auch nicht? Wäre ja super. Es ist noch nicht so weit, aber noch brauche ich sie leider. Ist dann ganz geil, das Spiel ist zu Ende und ich brauche keine Werkstatt mehr. Geil. Super. Die Zeremonie beginnt bald und nichts darf der Beschwörung in die Quere kommen. Der Großinquisitor zählt. Jupp. Oh, einige. Das sind einige. Bei uns. Wie viel haben wir noch von dem Kruscht? Okay, 4. Okay. Alles gut. Bogenschützen wieder. Na, supi. Ich liebe sie. Kann ich bei euch irgendwo Licht ausmachen? Ja, da. Okay. Vor. So. Ratten. Wir werden euch schon finden. Hat sie gefunden? Hier lang. Okay, einen haben wir weg. Auf den anderen müssen wir fürchtig ein bisschen warten. So. Kathedrale. Gut. Sind wir doch recht schnell zur Kathedrale gekommen. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt noch kommt. Es kann ja durchaus sein, da kommt jetzt nochmal ein Hammer. Davor oder da drin.
Je nachdem, wie kurz das dann hier werden sollte, könnte ich mir vorstellen, ja, das eventuell mit dem letzten Video zusammenzuschneiden. Aber das, wie gesagt, ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Das merkt ihr im Idealfall gar nicht. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay. Runter. Okay, da kommen Soldaten. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Ja, alles klar. Aber die gehen halt nicht da hoch, weil da ist Feuer. Okay. Ja, aber wenigstens haben sie die Ratten noch geholt. Okay. Also gut, vielleicht planen wir von hier aus schon so ein bisschen besser. Falls es überhaupt geht. Hier sind noch ein paar Sachen, die sollte ich vielleicht nehmen. Das Handbuch des Inquisitors. Ist das dein Ernst? Oh. Es gibt ein Handbuch für diesen Mist? Es wurde vor Vitalis Zeit geschrieben. Dann stellen wir sicher, dass es keinen zweiten Band geben wird. Das Handbuch des Inquisitors. Momente mal. Das ist ja jetzt cool. Oh, guck mal, was ich alles nicht gefunden habe, ey. Was ich aber alles nicht gefunden habe. Ach du heilige Scheiße. Aber gut, das war ja stellenweise wirklich ein bisschen hektisch. Hat man ja gesehen. Also war nicht immer ganz einfach. Wo ist denn dieses Handbuch des Inquisitors? Da unten. Bernard Guidoni, der Inquisitor von Lungen. Languedoc wahrscheinlich, verfasste zu Beginn des 14. Jahrhunderts ein Handbuch für seine Mitstreiter, mit dem er ihnen ihre Arbeit erleichtern wollte. Ähnlich einem Gesetzbuch listet es alle Vergehen auf, die als Ketzerei zu verurteilen sind, ihre entsprechenden Strafen und die jeweilige Vorgehensweise, die einzuhalten ist. Aus Gründen der Moral erhält das Gemeinwohl... Was? Ich kann es leider nicht lesen, weil die Schrift extrem klein ist von hier aus. Also es ist keinesfalls so, dass ich ein Sprachlegastheniker wäre. Aus Gründen der Moral erhält das Gemeinwohl vor dem... eines Individuums Vorrang. Das Allgemeinwohl vor dem eines Individuums. Ist klar, ne? Die... Ne? Einer stirbt für alle, sozusagen. Beziehungsweise einen opfert man, um alle anderen zu retten. Grausame Urteile sollen dabei Exempel statuieren, um die Bevölkerung abzuschrecken. Okay. Ist ja jetzt mal ganz gut gelesen zu haben. Ne? Habe eigentlich nicht so viel vorgelesen in dem Let's Play jetzt. Aber ein paar Sachen kann man dann ja schon mal so einfließen lassen, locker flockig nebenher. Jetzt renne ich hier nochmal eine klitzekleine Runde, um zu gucken, ob noch irgendwelche Rohstoffe rumliegen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich eventuell noch das ein oder andere Feuerchen löschen muss. So. Und jetzt gibt das eine Mordsschlacht hier wahrscheinlich so zum Ende. Könnte ich mir jedenfalls wohl vorstellen. So. Viel mehr suche ich jetzt aber nicht rum. Ich rüste schon mal vorsichtshalber das Gelumpe da aus. Ich möchte jetzt erstmal nicht mehr davon machen. Ich möchte erstmal gucken, ob es funktioniert überhaupt. In der Situation. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ist doch nicht zu fassen, wir gleich. Okay. Also gut, wir müssen mal auf die Bogenschützen da oben achten.
Entschuldige, Hugo. Mama ist da drin. Jetzt sammle ich aber nicht nochmal. Ist mir wurscht. Ist mir ehrlich gesagt wirklich wurscht. Nur das, was auf dem Weg liegt. Hier, Steine sind nämlich wichtig. Unheimlich wichtig. Steine. Und da auch nochmal. Die liegen da ja nicht zum Spaß. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja, ja, hol sie, hol sie, hol sie. Mach schon, mach schon, mach schon. Alles ein bisschen schneller jetzt. So. Kommt nochmal welche? Ach, nee, oder? Die muss ich löschen. Kommt noch mehr? Unglaublich. Nö. Diese Macht. Gut, easy, eigentlich. Eigentlich ganz easy, wenn man weiß, was man tun muss. Nichtsdestotrotz kann es ja immer noch schlimmer werden, haben wir festgestellt. Schöne Familie. Melli! Wir müssen jetzt natürlich noch Mutti retten. Wo ist denn Mutti? Hilf mir! Irgendwo es darf da niemand drin. Herein! So? Nun? Das führt doch zu nichts! Ihr wollt mich verstehen, Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. So, was tun wir denn nun? Es geht auch nur geradeaus. Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Ich kann auch nichts tun, zwecks hier irgendwie was nach ihm werfen oder so. Nur geradeaus. Sie läuft auch. Nee, sie läuft nicht automatisch. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tatanan! Du bist hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Tausend auf die zwei verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Ich weiß nicht, ob er so allein ist. Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Er hat bestimmt auch sowas mit Ratten drauf. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Die Engel. Ich höre keine Engel, ne? Die Engel. Ach so. Zurück. Das Licht, sie. Das ist natürlich heftig. Das Licht lockt diese Ratten jetzt an. Wir haben keine Kontrolle über sie. Lukas, Melli, bleibt hier. Nein, ich helfe dir. Das heißt, sie muss jetzt wieder Feuerchen löschen, damit sich die Ratten gegenseitig irgendwie futtern. Vielleicht. Was denn? Okay. Aber wenigstens ist es jetzt mal insofern abwechselnd, dass wir von weißen Ratten gefressen werden. Ne? Alles klar, also. Beeilt euch und verschlingt sie! Was zum.
Er lässt sie sich neu formieren. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das Blut meines Bruders. Ihr seid nicht Ah ja. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seh zu, Beatrice. Das ist eine Menge zu tun hier. Eieieiei. Das kann sich jetzt wieder ziehen, glaube ich. Das zieht sich jetzt wieder. Aber ich glaube, ein neues Video brauche ich deswegen dann nicht mehr machen. Erhebt euch und zerfallt sie! Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Die Talisman der Träger des Malakula. Kreuz und Blut. Das ist zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es. Ja, wir zeigen es ihnen natürlich. Oh je. So eine hirnverbrannte Mistscheiße. Ey, das müsst ihr mir echt mit einem verdammt guten Ende nachher irgendwie belohnen, dass ich das hier tue. Normalerweise breche ich Spiele bei sowas ab. Ne? Ernsthaft, ja? Ich habe Agony abgebrochen, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat für mich. Und ich werde auch das hier abbrechen, wenn es keinen Sinn mehr macht. Aber im Moment macht's Scheiße nochmal noch Sinn, weil es ist ja eigentlich zu Ende. Ich muss ja nur noch diesen Spacken-Opa da vorne killen. Das Problem ist hier so ein bisschen. Ich komme ja nicht. Ah, nee, ich weiß nicht. Ich kann es ja nicht erklären. Ja, sobald ich hier irgendwie in zwei Schritte in die falsche Richtung laufe, kommen die weißen Viecher. Sobald ich mal das Rattending da, das Rattenimperium da außer Acht lasse, um das scheiß Feuer auszuschießen, fressen sie mich. Was zur Hölle kann ich hier noch anders machen? Was gibt es noch? Was habe ich noch in meinem scheiß fucking Inventar, was mich hier weiterbringt? Ich habe sonst nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich kann auch Steinchen auf die Ratten werfen. Es wird nichts bringen. Was zum? Er lässt sie sich neu formieren. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen Plan. Einen Scheißdreck kannst du, Junge. Das solltest du auch endlich mal lernen. Du kannst gar nichts. Sonst wären wir ja schon durch. Du kannst nichts. Einen Scheiß kannst du, leider. Ja, schon wieder Häufchen. Meine verfickte Scheißfresse. Ich krieg sowas von eine Wut hier. Ich bringe sie alle um, diese Scheißentwickler. Ich bringe sie alle um, qualvoll und lang. Und vorher tötet ihre Familien, aber vor ihren Augen. So eine elende Hirnfick-Scheiße hier. Nee, den kann ich auch. Ja, dann zeig doch mal, dass du was kannst, bitte. Guck mal, ich kann nix hier. Ich kann nix, du kannst nix. Ich kann nicht mal die scheiß Feuer aus... Ich hab aber das falsche Zeug da, ich geb's dazu. Ja, das ist der Vorteil, den der Vitalis hier hat. Er hat sein scheiß fucking Feuer. Ja. Ja, das Feuer. Ich muss halt dazukommen, Junge. Dann mach deinen scheiß Rattenstapel alleine. Und ich mach's Feuer aus. Meine Hirnfickfresse, echt. Ich bin gleich wieder da. So. Mach alleine, ich geh. Tschüss. Nee, du wartest nicht auf mich. Du machst gefälligst seinen Rattenhaufen. Du Stück Scheiße. Elendiges. Nein, er muss dabei sein. Er muss ja dabei sein. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt, der Junge? Ich muss jetzt tatsächlich zu ihm zurückgehen und ihn an die Hand nehmen, damit das mit den Ratten funktioniert. Seid ihr denn bescheuert? Seid ihr denn total bescheuert? Was soll denn der Quark?
Alter Verwalter, ey. So eine Hirnfick-Scheiße, ey. Kein Mensch braucht sowas, ernsthaft. Ich hab nichts gegen knackige Bossfights, aber das geht jetzt echt zu weit. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das Blut meines Bruders. Ihr seid nichts als ein Thronräuber. Ihr erschreckt mich dann. Ja, sehr gut, Hugo. Jetzt zeige ich ihn. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Amicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Ja, jetzt kommen sie halt unter mir direkt aus dem Boden raus, ne? Ist klar. Ne? Kann ich ja auch erahnen. Hätte ja wissen müssen, wenn ich schon mal einen Schritt weiter komme, ne? Alter Fick. So ein Müll, echt. Naja. Ist das ein Quark? Da hätte ich ein kleines bisschen mehr Hirn jetzt einschalten müssen. Okay. Das war tatsächlich nicht das Spiel, ausnahmsweise. Aber der Rest ist alles das Spiel. Der Rest ist alles das Spiel. Zu 150%. Werden zum Alten. Kehrt zurück, meine Schäden. Kehrt zurück zu eurem Meister. Mach ein bisschen Hinne mit deinen Rattenviechern hier. Schick deine Ratten durch, Junge. Schick deine Ratten durch, Bruder. Bruder, Junge. Schick deine Ratten durch. Och, Mensch. Fickt euch doch echt. Meine Fresse, echt. Ohne Witz. Ja, wenn ich dem auch noch sagen muss, wenn er angreifen muss, ne, muss ich dem auch noch alles sagen. Nichts kriegt er selber auf die Reihe. Aber ich darf nicht stillstehen. Ne?
Komm, 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 komm. So, jetzt aber, jetzt wird's was. Ich glaube an etwas. An irgendetwas. Es mag nicht der Sieg sein, aber ich glaube an etwas. Und sämtliche Finger weh, sogar die, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Also. Jetzt macht er das so. Nein, nein, nein. Ich hab gedacht, er schickt sie wieder in den Boden. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt macht er auch noch andere Sachen zwischendurch wieder und wechselt da was ab. Und das war aber beim letzten Mal nicht so. Deswegen kann ich nicht auswendig lernen, was der macht. Es ist so zum Kotzen, ey. Komm jetzt. Jetzt sacken wir ihn ein. Ist mir scheißegal. Kriegen wir jetzt hin. Kann ja so schwer nicht sein, ey. Letzte Stufe muss ich aufpassen. Dafür werdet ihr bezahlen. Kommt zu mir. Werd das höchste Blut. Mit Gewissheit und Frieden. Seine Ratten sind im Weg. Mein Gott, dein Haufen Ratten kommt mit einem Haufen Ratten von ihm nicht klar. Ist das jetzt mein Problem oder was? Oh. Ich war eigentlich zuversichtlich, echt. Komm jetzt aber, ein bisschen zackig hier, Junge. Ist auch ganz gut, wenn ich mich da in den Ecken verstecke, glaube ich. Dann sind seine Ratten schon... Jetzt rennen die aber nicht durch mich durch, oder? Das sah jetzt gerade so aus, als würden die ganzen weißen Ratten jetzt auf mich... Eieiei. Ihr habt schon psychische Probleme inzwischen, ne? Ist nicht schon wieder, oder? Er hat nicht schon wieder diesen Turm gebaut. Ich hab nicht aufgepasst. So ein Quark, ey. Meine Fresse, das wär's gewesen, ey. Das war jetzt wieder meine Schuld. Einzig und allein meine Schuld. Zu 1000% meine Schuld. Zu 1500% meine Schuld. Komm zu mir!
Lasst uns alt sein! Bald werden sie sich uns anschließen! Meine Engel! Es hilft bloß, Amicia! Nein! Das ist unmöglich! Werdet ihr bezahlen? Kommt zu mir! Das erste Blut! Mit Gewissheit! Und weg von ihm! Erneuerung! So, dritte Stufe. Es wird ja wohl keine vierte geben. Jetzt kommt die dritte. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder unter die Ratten komme. Ich darf jetzt nicht davon ausgehen, dass er zweimal hintereinander die gleiche Aktion macht. So, jetzt darf ich mich nicht wieder täuschen lassen. Er macht wieder was. Komm, 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 komm. Es war die Hölle. Es war die Hölle. Jetzt will ich aber sowas von geiles Ende sehen, ey. Beruhige dich. Es ist vorbei. Bahnt sich was an. Nee, oder? Das habe ich jetzt als Ende, als Endsequenz serviert bekommen, dafür, dass ich mich jetzt stundenlang mit diesem Opi da gezankt habe. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Was ist denn das für ein Ende? Jetzt guckt der Hugo den an, wie eine Steinstatue. Der hat jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen was Böses in sich, ne? Ist ja sein Blut mit bei, ne? Vom hier, Laurentius. Oder wie er heißt? Ne, nicht Laurentius. Ach, scheiß doch drauf. Laurentius war der komische Typi da. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ihr habt den Namen. Ich habe alle Namen vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Mädchen heißt und wie die Mutter heißt. Ich habe keine Ahnung. Vater weiß ich auch nicht. Es kann sein, es gab so einen kleinen Schäferhund. Der hieß wahrscheinlich Wuff. Da bin ich jetzt leider vom Ende ein bisschen arg enttäuscht dafür, dass ich mich so dafür abgekämpft habe. Aber wahrscheinlich, weil ich nicht alles gefunden habe im Spiel, bekomme ich nicht 100% des Abspanns zu sehen, beziehungsweise der Endsequenz. Ich weiß es auch nicht. Ich lasse den Abspann für euch jetzt noch fertig laufen hier. Vielleicht kommt ja auch irgendeine lustige Szene zum Schluss, die das Ganze ergänzt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. Ihr habt die Schnauze voll vom Spiel jetzt erstmal, beziehungsweise für immer. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Zuschauen ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass dieses letzte Video beim Schneiden nicht zu lang wird. Es kann sein, dass es sehr lang wird, weil ich gar nicht so viel wegschneiden kann, glaube ich. Ja. Naja, trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, oder zwei, oder drei. Könnt auch länger sein, wenn ihr das wollt.
Und Däumchen nach oben wäre super, Däumchen nach unten wäre ich absolut mit einverstanden bei der ganzen Flucherei und ja. Ein Kommentar oder so. Was? Kapitel 17? Füreinander? Was heißt das? Was kommt jetzt? Jetzt wollte ich eigentlich Tschüss sagen. Kriege ich jetzt doch noch was zu sehen, was Schönes irgendwie? Also ihr ja auch, ne? Ihr habt mich ja jetzt auch lang genug fluchen gehört. Kapitel 17. Ah. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Ich hoffe, Mama, ich muss jetzt einfach nichts mehr machen. Genau, nur noch laufen und reden. Das stimmt, ich kann's kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Oh, Amicia, sieh nur. Hast du dein Glück mal versucht? Ich bleib. Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Ach, halt doch die Fresse. Ich hab nicht mal Steine dabei. Ach, guck mal, Steine. Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. Ja? 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Okay. Los, Amicia! Ich habe die Regeln vergessen. Da noch was? Ich sehe. Ach, da oben. Es scheint noch was zu fehlen, ne? Da hinten. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Ein Und Apfel. Unter aller Respekt. Du kannst dir deinen scheiß Apfel in deinen verfickten scheiß Arsch schieben. Du Stück Dreck, du Elendes. Ich hau ab. Kann ich das Huhn töten? Nee. Wo ist das Ding? Bruder, was soll denn das jetzt? Kommst du gefälligst mit? Okay, nehme ich halt den Apfel. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, ja. Danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Ich habe ja keine Zeit mehr. Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt! Hugo! Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Hey, seht mal! Der Kleine! Oh nein! Warum rennt er jetzt schon wieder so schnell weg? Du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Soll ich euch schlagen? Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Na, geht wohl nicht. Richtung. Muss wohl diese. Können wir nicht rennen, bitte? Oh, hey, Hugo! Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Dummes Kind. Ich bin direkt hinter dir. Ich häng am Baum fest. Du schlägst mich nicht.
Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Es sind keine 20 Äpfel da. So. Ach, guck mal, Lukas. Geschafft, hi. Lukas. Freue mich, dich zu sehen. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Tag, Mutti. Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. So. Es sieht nach Ende aus. Hey, Hugo. Ja? Oder? Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Okay, hat sich gelohnt, so lange zu kämpfen. Der Spruch war nett. Und jetzt noch ein schönes Lied zum Abschluss. Ich halt die Fresse. Ich sag einfach nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gern Däumchen da lassen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, nach unten. Kann ja sein, wer weiß. Und ein Kommentar wäre super. Ich klicke mich aus. Und tschüss.